Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geisterjäger Delaware San John. Ja, in der vorherigen Folge haben wir in Tor 2 gedreht und dann ist das Game leider abgeschissen. Jetzt haben wir nochmal dran gedreht, beziehungsweise ich habe da dran gedreht und jetzt starte ich die Aufnahme. Diesmal hat es wohl soweit geklappt. Ich habe jetzt auch ein Safe-Set hier erstellt, also sicher ist sicher. Und jetzt ja, können wir in dem Sinne weiter fortfahren und uns den Weg hier weiter raussuchen, wenn wir ihn finden. Das ist die Frage. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Alle gute Hoffnungen sind mit mir. Und ja. Aber das sieht schon irgendwie richtig scheiße aus. Da ist zu. Da ist offen. Da sind wir wieder bei der Nummer 1 angelangt. Nummer 2 ist dazu. Jetzt ist hier 2 offen. Jetzt laufe ich schon eine Ewigkeit. Ich muss bald da sein. Ja, die Frage ist nur wo. Auch ein zues Tor. Mein Gott. Was haben wir hier? Hey, wo war das? Da vorne. Fünf und sechs. Wir drehen Nummer 6. Die 6 ist sympathisch. Nein, kein Sex, sondern 6. Und noch ein Türchen hat sich geöffnet. Ich weiß noch nicht mal wo. Da ist Nummer 2. Ah, ich glaube, wir laufen zurück. Gehen wir einfach hier lang. Ich hasse es. Ich hasse sowas. Gehen wir hier lang. Was zu. Gehen wir geradeaus oder links? Okay, wir gehen geradeaus. Tor Nummer 7 ist auch zu. Tor Nummer 5 ist dafür auch offen. Ah, du geh weg. Kein Bock auf dich. So, und hier haben wir Nummer 7. Ziemlich beknackt, wenn ihr mich fragt. Also, wer baut in der Kanalisation so eine Scheiße rein mit den Gittertoren? Also, das ist echt okay, was. Okay, fast da. Nur noch ein kleines Stück. Okay, da geht's also nicht lang. Da kommen wir lang. Juhu! Wir haben es geschafft. Ui. Hey Junge, wenn du zur Sache gehst, dann wohl richtig. Ja, sicher. Hast du noch mehr Witze auf Lager? Ich bin weggerannt vor... Vor? Vor? Vor diesen Statuen. Die haben sich bewegt und mich gejagt. Ich bin über die Kanalisation geflohen. Du wolltest ja nicht auf mich hören. Ich habe dir gesagt, dass es gefährlich ist und du wahrscheinlich... Es war unglaublich. Das war ein echter Poltergeist in Aktion. So etwas habe ich noch nie gesehen. Weißt du, einen Augenblick lang habe ich echt gedacht, dass du normal wärst. Ich unterbreche deine aufregende Besichtigungstour ja nur ungern, aber ich brauche jetzt den SPK. Ich muss herausfinden, wie ich in dieses Gruselkabinett komme. Ich muss sowieso Daten hochladen. Beeil dich aber, denn es wird nicht lange dauern. Okay. Die Frage ist nur, wo gehen wir hin? Hier sehen wir was Neues. Oh. Eine Vision. Ein Gruselkabinett und ein Skelett hinter einer Scheibe. Falls ihr es nicht gesehen habt, haltet es einfach an und spult nochmal zurück. Ja, ich würde sagen, wir müssen dann wieder zum Gruselkabinett und diese beschissenen Clowns, die machen mir so langsam echt Angst. Also ich habe echt keine Lust mehr auf diese Dinger. Schnell weg umdrehen. Hier kommen wir anscheinend immer noch nicht rein. Hm. Und hier auch nicht. Gute Frage. Wie kommen wir jetzt hier rein? Oh! So viel Spaß hattet ihr garantiert noch nie in einem Haus! Du da! Was glaubst du? Findest du den Weg dadurch? Ist das verrückt? Okay. Es ist alles zugenagelt. Ich fürchte, ich komme da jetzt nicht rein. Das ist zugenagelt. Wir kommen da nicht rein. Hier ist auch nichts Besonderes. Ein ekliges Riesenrad mit noch einem ekligen Clown. Puh. Gute Frage. Wie soll man da jetzt rein? Hm. Mal gucken. Hey Simon, ich bin ein wenig ratlos.
Irgendwelche Vorschläge, wonach ich mich umschauen sollte? Ich denke, du solltest da suchen, wo du noch nicht warst. Schau dich um, es ist ein großes Haus. Lustig. Eine Garage vielleicht. Hier vielleicht nochmal rein? Aber wir haben ja kein Equipment dabei oder sowas irgendwie. Verschlossen. Ja, das ist verschlossen. Hier irgendwas Besonderes noch drin? Gut für die nächste Frage. Das ist eine schäbige Clown. Das ist das Badezimmer. Schach. Schlafzimmer. Wieder das Badezimmer. Ich glaube, ich habe mich gerade verklickt ein bisschen, aber das glaube ich ist ja nicht schlimm. Wir sind in einem großen Haus drinnen und ich habe keine Ahnung und ich finde es echt beschissen, dass der uns diesmal nicht so weiterhelfen tut. Ja, das interessiert ihn wohl auch nicht. Vielleicht irgendwas mit der Uhr? Ob die sich jetzt verändert hat? Nö. Toll. Familienfoto. Kühlschrank will er auch nicht aufmachen. Wenn der meinem Kühlschrank auch nur ähnelt, sollte ich ihn besser nicht öffnen. Okay, also das heißt, du hast eine verschimmelte, eklige Bude. Das ist schon mal sehr cool zu wissen. Komm, wir waschen Wäsche. Ja, der Fernseher will es ja auch nicht anmachen, den willst du nur begaffen. Ich weiß warum, weil du bestimmt selber keinen eigenen Fernseher hast. Nee, da wollen wir nicht hin. Ach. Wir müssen doch hier irgendwie raus. Lass uns raus. So, da geht's raus. Ich hab keine Ahnung. Jetzt hängen wir wieder fest. Das ist so dermaßen beschissen. Also, ich hab echt keine Ahnung. Verschlossen. Wir sollen irgendwie ins Geisterhaus rein, so wie es aussieht. Ja, die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Hier ist auch alles zu. Da ist nur das Gittertor. Gute Frage. Hier ist der Clown. Da ist diese Tür, wo wir auch nicht reinkommen. Riesenrad waren wir schon gewesen. Ich bin noch nicht bereit, Kelly die Sache zu überlassen. Ich sollte mich erstmal umsehen. Okay. Hier vielleicht irgendwas an Schließfächern oder so? Nichts Besonderes. Komisch. Hier ist doch auch nichts. Neues, oder? Nee. Es ist eine Tafel mit den Namen vermisster Kinder. Scheint, als ob sie alle im gleichen Jahr verschwunden wären. Auch nichts Besonderes. Was haben wir denn hier? Diesen Weg werde ich wohl nicht nehmen. Okay. Hat sich, glaube ich, schon erledigt. Ja, du darfst da ruhig runtergehen. So, da können wir nicht lang. Hier ist der gammige Clown. Was haben wir hier? Diesen Weg werde ich wohl nicht nehmen. Auch alles abgerissen. Super. Da kommen wir auch nicht weiter. Sehen wir was? Auch nicht. Riesenrad, geh weg. Ich will dich nicht anschauen.
Oder vielleicht ist hier doch noch irgendwie was. Naja, da ist nichts. Hier sind nur die gammeligen Leitern. Warte mal, wir gehen nochmal zurück. Ne, da kommen wir auch nicht weiter. Jetzt sind wir vom Riesenrad. Da ist noch ein Schuppen. Ach, das ist der Schuppen. Ach so, wir haben uns im Kreis gedreht. Ach komm, ey, tritt doch die scheiß Tür ein oder sowas, ey. Delaware, Delaware, Delaware. Da kommen wir nicht rein. Hier gibt es bestimmt auch nichts Sinnvolles. Hier sind die Fressalienbuden oder sowas. Ist wohl nur eine Illusion, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es mich ansieht. Ja, der ist ja wenigstens noch freundlich, der lächelt ja wenigstens noch. Aber ich glaube, in den Clownsfohlen habe ich echt ein bisschen zu laut gedacht. Also, das ist doch wirklich irgendwo passiert. Ja, hier ist auch nichts so weit. Da keine Banken, liegt was rum. Ach, ey. Möchte hier irgendwo dran ziehen oder. Es ist alles zugenagelt. Ich fürchte, ich komme da jetzt nicht rein. Ja, oder wir nicht so reinkommen. Hey Simon, ich bin ein wenig ratlos. Irgendwelche Vorschläge, wonach ich mich umschauen sollte? Ich denke, du solltest da suchen, wo du noch nicht warst. Schau dich um, es ist ein großes Haus. Ja, wir stehen vor dem großen Haus. Bei dem großen Haus. Was anders, was ich nicht weiß, was ich noch tun soll. Ich liebe das. Ich liebe es echt. Bestimmt ist es irgendwo, wenn ich gleich wieder eine Komplettlösung nachgucke, irgendwo ist hier ein Scheiß versteckt, den wir bestimmt sowieso nicht gefunden hätten. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Ja, aber unsere Zeit ist leider schon wieder abgelaufen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Geistiger Delaware St. John. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß beim Gruseln. Bis dahin. Ciao.